Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder. Ich habe eingekauft und bin voll im Osterbasteln drin. Also ich habe gerade schon hier einen Auflege gewerkelt. Mega, mega toll. Ich freue mich. Ja, ich habe Post bekommen und habe das jetzt ein bisschen gesammelt, paar Tage lang. Und dachte mir, ich filme das jetzt mal für euch ab. Als allererstes habe ich mir neue Stifte zugelegt. Jeder, der mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich sehr zufrieden mit den Triblends bin von Spectrum Noir. Und da gibt es einige Stifte, wie zum Beispiel Tan Blend, Tan Shade, dann für Mäuse, Elefanten, etc., Brown Gray Blend. Das sind halt immer so drei oder vier. Was noch? Ice Gray vielleicht so. Die immer leer gehen. Dann war das immer kein Problem, weil es gab ja überall die Einzelstifte nachzukaufen. Und jetzt gibt es die Einzelstifte nicht mehr. Und das wäre ja Blödsinn, wenn ich dann lauter Sets kaufen würde, nur wegen den vier Stiften immer. Genau. Und deswegen bin ich dann. Habe ich nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen. Da stehen ja immer die Farbnuancen. Also BG2, BG3, BG4 sind dann quasi die Einzelstifte von Spectrum Noir. Ja, dann bin ich zum Entschluss gekommen. Kommt Jenny, guck doch mal, wie viel so normale Spectrum Noir Stifte kosten. Und dann habe ich dabei eBay geguckt, bei faltkarten.com bestellt und bei Bastelfreunden noch meine restlichen zusammengesucht. Und jetzt muss ich euch sagen, habe ich komplett alle Stifte und kann mir das jetzt hier immer so zusammensuchen und genau, mache mir das jetzt so schön und entspannt, wie es nur geht. Natürlich war das immer schön toll, wenn man hier alles beieinander hat. Aber ist halt anscheinend jetzt nicht mehr so. Und man kann auch viele, viele neue Farbnuancen kombinieren. Und man kann auch, wenn man Einzelstifte hat, mehr als die drei. Also das kann man bei denen hier auch. Aber man kann mehr als drei Stifte kombinieren, finde ich. Das ist schon cool. So, ich zeige euch das jetzt mal. Das sind alle meine Stifte, meine neuen. Da gibt es die normalen, alten oder so. Das sind so runde hier, so schwarze. Und dann gibt es die Illustrator. Die beiden habe ich jetzt hier. Genau. Habe ich mir so zusammengesucht. Waren jetzt nicht arg teuer. Und sind richtig toll. Also ich liebe sie. Ich habe mir jetzt eine neue Aufbewahrung noch gekauft, aber die ist noch ein bisschen am Weg. So. Dann habe ich da dazu bekommen, so Minen, so Ersatzminen. Ganz okay. Das wollte ich euch zeigen, genau. Dann habe ich bei Kreativ Bunt minimal bestellt. Nur ganz minimal. Kann ich euch nur einen Teil zeigen, weil das andere habe ich schon verpackt. Das gehört der lieben Silvia. Silvia, dein Ostergeschenk. ja, ich habe mir mitgenommen vom neuen Mama Elephant Release die Celebration Candles. Zwar sind das so schöne Zahnkerzen, hier normale Kerzen, dann das The Eighth Birthday oder Ninth Birthday. Happy Birthday Celebration Anniversary. Also es ist eine richtig schöne Schrift. Und hier haben wir nochmal eine 1 mit einem Kätzchen, eine 0 mit einem Fuchs und ein normales Kätzchen mit einem Faultier. Auch richtig, richtig toll. Und passend dazu gibt es die Celebration Cake. Da kann man quasi entweder einen einstöckigen Kuchen oder einen dreistöckigen oder einen zweistöckigen Kuchen basteln. Mit Blüten dran für Hochzeiten oder man macht's knallebunt mit Einhorn und Vögelchen und Häschen. Oder man kombiniert es ganz klar alles zusammen
mit Kerzchen drauf, Kotze drauf. Kann man zusammensetzen, wie man will. Und ja, man kann aber die auch super einzeln benutzen, also ohne den Kuchen. Genau. Muss mal gucken, wie ich das benutze, weil das ist schon echt große Fläche. Ich mag das ja eher nicht so, aber schauen wir mal. Genau. Die beiden. Und dann kam ein neues Release von Sunny Studio. Und da habe ich mir die Pandas bestellt. Panda Party. Und zwar sind das Panda-Bärchen. Den kann man Tröten in den Mund geben. Kuchen in die Hand. Eine Wimpelkette irgendwie spannen. Hier ein Hütchen aufsetzen. Und dann machen die Party. Richtig süß. Ich finde die ja voll entspannt zum Kolorieren, weil man halt echt nicht viel machen muss. Genau, unten haben wir nur Texte. Das ist eh so meine Lieblingsschrift hier. Und ja, musste ich haben. Aber guckt auf jeden Fall mal nach bei Sunny Studio. Da gibt es jetzt echt, echt tolle neue Stempel. Das ist ja eine meiner Lieblingsmarken nun geworden mittlerweile. Und ja, dann habe ich mir bei einer Facebook-Gruppe hier diesen Goodreads-Stempel gekauft. Ich habe nämlich jetzt immer so Lesezeichen gebastelt. Also was heißt gebastelt? So beplottet, so Acryl-Lesezeichen. Und dann habe ich da immer eine schöne Karte zugemacht, wenn ich die verschenkt habe. Und da haben mir so Lesetexte noch gefehlt. Also das ist jetzt schon gut so, aber das ist auch noch nicht so das, was ich will. Die Steffi hat letztens eine Karte gemacht, auch so im Thema Lesen. Die hat so richtig tolle Stempel. Da muss ich sie echt mal fragen, wo sie die her hat. Aber die hier sind auch ganz cool und wie man sieht, habe ich ein bisschen was benutzt. Genau. Thema Lesen. Buch verschenken etc. Und die liebe Miss Crazy Craft hat ihren Adventskalender gezeigt von Kreativbund. Habe ich natürlich angeguckt und dann habe ich gesehen, dass sie einen richtig tollen Stempel drin hat, den ich mir schon immer mal kaufen wollte und sie wollte den abgeben. Und dann habe ich ihr gleich geschrieben und habe ihr den jetzt abgenommen. Entschuldigung. Das ist hier die Karotte von Avery L., also Carrot Car. Und ich habe auch schon eine tolle Karte damit gebastelt. Die kann ich euch gleich zeigen, wenn ich sie finde. Und hier ist sie. Ich habe sie schon eingepackt. Die glitzert und funkelt richtig schön. Und die habe ich da draus gewerkelt. Genau. So, da möchte ich euch noch etwas zeigen, bevor wir zur großen Bestellung kommen. Und zwar habe ich, das heißt entdeckt, ich will euch die liebe Iconic Color Tanja, also die liebe Tanja vorstellen. Sie hat einen Etsy-Shop, der heißt Iconic Colors. Guckt da vorbei. Da gibt es nämlich selbstgemachte, oder guckt auch mal bei Insta und bei TikTok, die macht es so cool. Die macht da öfter Lives, wie sie die befüllen, so das ist sehr entspannt. Die macht Aquarellfarben selbst. Ich habe jetzt hier diese. Und zwar sage ich euch da jetzt was zu. Die Dose, das ist einfach, da waren Stifte drin oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Die habe ich jetzt einfach benutzt von mir. Du bekommst, wenn du was bestellst, also wenn du also ein Tiegelchen bei ihr bestellst, bekommst du den hier so befüllt mit dem Namen und hier unten ist ein Magnet dran. Und dann kannst du die hier so platzieren auf irgendwas Magnetischem. Genau, ich habe diese 5 Farben. Und zwar habe ich die so gewählt, weil ich das super finde zum Sprenkel machen für Hintergründe. Das Weiß ist super, das habe ich schon benutzt für eine Nachtkarte mit so einem Mond, also quasi als Sterne. Und
ja, die anderen einfach so zum Hintergrund besprenkeln und beglitzern. Das mache ich ja bei jedem meiner Karten. Und dann habe ich hier noch ein paar Goodies dazu bekommen zum Testen. Wie man sieht, habe ich auch schon einige benutzt. Und ja, ich werde da auf alle Fälle demnächst wieder bestellen. Die sind super Farben und die halten ja ewig. Also sind jetzt nicht günstig, aber ist alles Handarbeit. Sie mischt es selbst, sie füllt es selbst ein. Sie muss es dreimal einfüllen, damit man diese Schichten hat, etc. Und wenn wir nur Sprenkel machen, dann hält es ewig. Also die sind nur wie neu und ich habe sie jetzt schon ein paar Wochen. Wie gesagt, guckt da mal rein. Und der Preis ist super für diese Menge, was man bekommt. Es hält Jahre. Genau. Das war jetzt eine Herzensangelegenheit von mir, dass ich euch das jetzt mal beibringe, nahebringe. Wie gesagt, sie hat da immer Adventskalender und keine Ahnung was noch alles. So Mystery Bags, wo ein paar Misslungene drin sind, die nicht ganz befüllt sind oder keine Ahnung. Guckt da mal vorbei auf Etsy. Und auch bei YouTube und Instagram ist sie vertreten. YouTube weiß ich nicht, heute TikTok. TikTok ist sie. So, jetzt kommen wir. Ich habe schon reingelunst, darum ist das nicht mehr so. Habe schon ein bisschen sortiert. Ich habe bestellt bei meinem Lieblingsshop Cloud9Crafts. Zweimal habe ich bestellt. Die erste kam an nach 3 Tagen jetzt. Woo! Der Versand ist Hammer, also ich liebe es. Genau, wir fangen jetzt gleich an. Und zwar haben wir ein Zitronenbonbon bekommen. Das bekommen wir ja immer. Richtig toll. Also ich sag da nichts mehr zu, aber richtig toll. Da bekommst du Goodies und mega. Dann haben wir hier die Visitenkarte Cloud9Crafts NL. Ich lieb's. Dann haben wir hier so ein, das ist so ein Washi-Sheet. Das kann man irgendwo da aufkleben. Dann haben wir hier wieder wie immer ein Kartenrolling mit passendem Umschlag. Einen Luftballon. Dann haben wir hier ein Tütchen. Da ist so ein Made with Love Anhänger drin. Den kann man sich an eine Kette machen. Hier haben wir zweimal so Tags, auch cool zum Benutzen. Und ein Studio-Schachtkistel, Kist NL, so ein hinten und vorne, Date from to, da kann man halt, Briefpapier ist es. Genau, dann habe ich hier einen Herzsticker bekommen. Haha. Und das waren jetzt alles die Goodies. Mega! Schon allein das ist heftig. Dann bekommt man immer eine Karte. Hi Jenny, thank you so much for your wonderful and sweet order. Enjoy it all. Love, Yuki. Meine liebe Yuki. Ich weiß, sie guckt mir nie zu. Sie versteht mich auch nicht. Ich habe auch keinen Kontakt zu ihr. Aber sie packt immer meine Pakete. Und man sieht einfach, mit wie viel Liebe das alles gemacht ist. Und ja, bestellt auf jeden Fall mal dort. Es ist auch nicht teurer wie hier und ganz ehrlich, kommt da schneller an. Und jetzt haben wir hier das Open Me. Also das ist immer oben drauf. Das habe ich jetzt hier schon aufgemacht. So Open Me. Ja. Und dann haben wir meine ganzen coolen Artikel. Das ist jetzt nicht alles für mich, aber ich sage ja nicht für wen, weil das eine Überraschung ist. So, wir fangen an. Es ist alles einzeln nach Marken sortiert eingepackt. Genau. Wir fangen jetzt mal an hiermit. Und zwar ist es. Packe ich das aus? Ja, komm, das packen wir aus, das kleben wir dann wieder zu. Schaffen wir schon. Hautschuhi. Irgendwie.
Da. Das ist Picket Fence. Das habe ich schon öfter angeguckt. Und zwar sind das diese Shaker-Paillettenteile. Ich fand das so cool, weil das so schön bunt ist. Aber das ist nicht für mich. Das war, was war das? Rainbow. Kostet um die 4 Euro. Und ist wunderschön. Genau, das habe ich mir mitbestellt. Gibt es nämlich jemanden, der liebt so Flatterzeug? Also ich muss zugeben, ich habe noch keinen einzigen Picket Fence, so ein Dings hier, brauche ich auch nicht. Ich habe genug anderes. So gut, dann gehen wir gleich zu dem hier, da habe ich Papier bestellt. Das packe ich jetzt aber nicht aus, und zwar ist es Flower Market. Das gehört auch nicht mir. Von Lawn Fawn. Das zeige ich euch aber so, weil das habe ich auch hier. Dann muss ich es nicht auspacken. Also ich glaube, ich habe es hier. Ja. Dieses Papier ist das. Blümchen und genau. So. Und jetzt kommen wir zu meinen Sachen. Und ich freue mich so. Ich habe nämlich ganz viele Clearly Besotted Sachen bestellt, weil ich auf die abfahre zurzeit. Also ich habe mich verliebt schon seit längerem. Und ja, jetzt habe ich einiges bestellt an Clearly Besotted Stempeln, weil ich die so, so toll finde. Wie auch. Wie auch Sunny Studio. Fahre ich total voll ab drauf. So, das sind die Sets. Ich habe mir einmal hier. Steht es, glaube ich, hinten, ja. Easter Plüschis. Das sind es die kleinen Tierchen, die hier so Tulpen halten. Ostereiern, Korb mit Ostereiern, Blümchen, eine Karotte. Und hier haben wir so Blümchen mit Ostereiern. Happy Easter, send you hugs and kisses. Hope you have an absolutely excellent Easter. Easter, happy, yay, hop, love with, sending, blessings, cheap. Ja. Total schön. Bin du gespannt, was ich damit werke. Und dann Sweet Little Sentiments. Das musste ich mir bestellen, weil es so eine tolle Schrift ist. Und wir haben hier Merry Christmas, Happy Holidays, Happy Halloween, Happy Birthday, Happy Easter. Be mine, too, with sympathy, just for you, get well soon, sending love, thank you, thinking of you, you from XO, new baby, good luck, hugs and kisses, just a note, hello, new year. New Home. Da hat man so alles drin, was man braucht. Ich stehe jetzt mal auf, weil diese Schrift ist so schön. Dann habe ich mir gekauft Winter Wonderland. Und zwar sind das diese süßen Tierchen, das war im Sale, die hier Schlittschuh laufen. Da kann man voll die schöne Szene machen. Merry Christmas to my foxy friend. Hedgehugs and kisses, happy holiday, hello dear. If kisses were snowflakes, I'd send you a blizzard. Snow cute. Da freue ich mich auch drauf. Das kann man ja auch noch verwenden. Ist ja noch, haben wir ja gestern gesehen. Es gibt ja noch Winter hier. Dann zum Buchthema habe ich hier Bockwurm. Da hat man halt die Würmchen mit Brille. Today a reader, tomorrow a leader. I like big books and I cannot lie.
Read, eat, sleep in that order. Get lost in a good book. Think before you speak. Read before you think. It's cool to be clever. Bookworm, ABC, read. Und da haben wir hier, was haben wir hier noch? Sleep is good, but books are better. Also das habe ich mir eigentlich nur wegen den Sprüchen hier gekauft. Und dann, oh Gott, das ist toll. Das kann ich heute gleich hernehmen. Ring around spring. Das ist hier ein Hoppy Bee, Busy Little, Easter Board, Cheer Boots, Welcome Spring, Easter Blessing. You are excellent. Da kann man halt hier so einen Kranz stempeln, dann in der Mitte Text und kolorieren und ja, hat man hier noch Tierchen bei. Toll. Toll, toll, toll. Und der letzte Stempel heute. Da haben wir schon wieder 21 Minuten. Ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Balloon Bunch Easter. Und zwar haben wir hier Ballons, mit denen die Tierchen wegfliegen können. Und hier haben wir nochmal Blümchen, Tulpen und Narzissen, glaube ich, sind das. Happy Easter, hope your day is. Egg collecting, hey bee. Egg collecting, Entschuldigung. Yippee, cheap for you, yay, by your. Happy Easter to Evie. Total toll. Ja, genau, das waren meine Bestellungen bei Cloud Minecraft, bei Kreativbund, bei eBay und ja, bei Facebook. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anfixen, dass ihr auch mal bei Cloud Minecraft reinschaut. Und ich wünsche euch einen tollen Tag. Bleibt, wie ihr seid und wir hören und sehen uns bei Instagram. Da gehe ich ja immer live. Oder beim nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.